Nun, wir befinden sich noch immer in der Hölle. So, wir müssen jetzt da irgendwie hinauskommen. Das heißt also, wir probieren jetzt da mal was. Gehen ins Karte. Als sich die Karte der Flamme näherte, begann sich etwas zu verändern. Die Schrift auf der Karte reagierte auf die Erwärmung. Ich glaub's ja nicht. Was ist denn? Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wären die Orte auf der Karte diejenigen, die auf dem Foto markiert sind. Mein Gott, ne? A, B, C. Wenn der Buchstabe dem in Genens Übersetzung entsprach, musste hier die Sonnenstadt liegen. B. Wenn die Buchstaben denen in Genens Übersetzung entsprachen, musste dies das Bergreich sein. C. Wenn dieser Buchstabe dem in Genens Übersetzung entsprach, dann lag hier das Zweistromreich. D. Wenn dieser Buchstabe derselbe Ort wie der mit D markierte in Genens Übersetzung war, lag hier der Sonnenuntergangsberg. Und E. Wenn der Buchstabe E dem in Genens Übersetzung entsprach, musste hier die aufsteigende Stadt liegen. Also, wie gesagt, A, B, C, D, E, diese Buchstaben bleiben über. Das war, wie gesagt, A. War die Sonnenstadt B, Bergreich, C, Zweistromreich, D, Sonnenuntergang und E, aufsteigende Stadt. Ja, das heißt also, das war in dem Sinn. Die Symbole auf der Tafel ähnelten denen auf der Vorderseite der Tabula Veritatis. Faktisch. War das die Sonnenstadt, glaube ich? Das heißt, warte mal, brennende Untergang, Aufstände, Sonnenkönig, Strom aus Blut, das war mal wichtig. Jetzt muss man sich jetzt sowieso das alles nochmal anschauen, also Wenn die Übersetzung richtig das ist, ist das Symbol Laon der Sonnenkönig. König, ja. Das Laon war der Sonnenkönig. Ja. Das heißt, jetzt wird's lustig. Jetzt könnte's lustig werden. Jetzt wird's wirklich lustig. Also, jetzt wird's lustig. Also, das heißt, das war A. Ja. Wenn Genens Übersetzung stimmt, steht Lahaxe für das Sonnenstadtreich. Zu diesem Symbol hatte Genen ein rotes A geschrieben. Also dieses A, dann B, das da. Xi-Xe ist mit Bergreich übersetzt. Neben das Symbol hatte Genen den Buchstaben B geschrieben. Dann C. Du-A-Xe bedeutet anscheinend Zweistromreich. Du Achse, also das Achse-Werbung. Dann D. Wäre das da La-Chi-Chi, oder wie er das sagt? Wenn Genens Übersetzung stimmt, bedeutet La Yi Shi Sonnenuntergangsberg. Klingt wie ein Fahrgeschäft in einem Vergnügungspark. Das ist allerdings richtig, mein Freund, und das wäre das Letzte. Wenn Genens Übersetzung stimmt, bedeutet das Symbol Yuha etwa aufsteigende Stadt. Neben dieses Symbol hatte Genen den Buchstaben E geschrieben. Hatte das etwas mit den geheimen Markierungen auf Genens Karte zu tun? Jetzt beginnt der Zirkus. Ja, das heißt, ihr müsst faktisch die Tabula nehmen. Ja. Das heißt, die Tabula. Das wollte ich nicht verbrennen. Ja, ist ja richtig, ist ja richtig, ist ja richtig, ist ja richtig, ist ja richtig.
Das heißt, die Tabula einmal mit der Fotografie. Mit was anderem geht es sowieso. Ja, kann er da. Also mal wichtig, die Tabula wäre da das mit den Genen ins Foto zu kombinieren. Ob Genens Notizen auf dem Foto beim Dechiffrieren der Tabula helfen würden? So, und jetzt wird sie beschrieben. Die Hieroglyphen von der Tabula Veritas siehst du oben auf dem Bildschirm. Wähle erst ein Symbol aus und dann aus der Liste rechts das Wort, das du für die korrekte Übersetzung hältst. Insgesamt gibt es 36 Wörter in drei 12er Listen. Mit einem Button kannst du zwischen den Listen hin und her springen. Genen hat es geschafft, die Hieroglyphen auf der Tontafel zu übersetzen. Und sie stammen aus der gleichen Sprache wie du auf der Tabula Veritas. Seine Übersetzung steht unten auf dem Bildschirm. Du hast damit alles, was du brauchst, um die Tabula Veritas Schriftzeichen zu unterschließen. Weiter. Naja, alles. Puh, alles haben wir mal nicht. Grundsätzlich werden wir hier mal kurz cutten, also speichern. Das ist einmal ein guter Tipp. Wäre nicht schlecht. Freunde, ja. Zunächst müssen wir hier das obere machen, das heißt das liegende Kreuz, ja. Also wir müssen jetzt irgendwo so nach diesem Kreuz, also das heißt Steintafel, die Steintafel, das da, ja. Das klicken wir mal an. Und jetzt müssen wir das jetzt da irgendwo suchen. Das ist ja das Lustige an dem ganzen Spiel. Das da. Die aufsteigende Tastatur und der E. Dieses Kreuz ist das da. Wenn Genens Übersetzung stimmt, bedeutet das Symbol UH etwa aufsteigende Stadt. Neben dieses Symbol hatte Genen den Buchstaben E geschrieben. Hatte das etwas mit den geheimen Markierungen auf Genens Karte zu tun? Das heißt aufsteigende Stadt, ja. Also wird das aufsteigende Stadt, das heißt, daher muss es für Anfang stehen. Ja. Es ist jetzt ein bisschen ist lustig. Ja, das ganze Rätsel ist ein bisschen lustig. Kreuz, aufsteigende Stadt, dann die Beschreibung. Aufsteigen. Ja, also aufsteigen kann eigentlich nur was mit Anfang. Ein bisschen um die Ecke denken. Ja, Anfang bedeuten. Ja, Anfang. Ja. So, das nächste ist das da. Das ist der Sonnenstadtreich. Das da. Ja. Das ist das da. Also, das M. Ja, das ist dieses da. Ja. Wenn Genens Übersetzung stimmt, steht La Haxe für das Sonnenstadtreich. Zu diesem Symbol hatte Genen ein rotes A geschrieben. Also das ist das da. Das heißt, das ist jetzt die Sonnenstadt. Das heißt, da müssen wir da suchen, die Sonnenstadt. Ja. Das da ist jetzt hier und hier. Ja. Jetzt nicht irgendwie nervös werden, weil das jetzt da unten und oben aufleuchtet. Das ist. Jetzt muss ich selber schauen. Das ist jetzt ein bisschen eine Spielerei da, das Ganze. Aber man soll es jetzt nicht glauben.
Warte mal, das ist... das da. Das da ist. Wenn Genens Übersetzung stimmt, heißt das Symbol Ku is I, Volk auf Reisen sehen. Du suchst du jetzt da die Reise. Das ist die Reise. Dann dieses is. Jetzt muss man nämlich aufpassen, das kann nämlich das da sein. Und das da. Ja. Das heißt, wenn Genens Übersetzung stimmt, bedeutet das Symbol La On Ai, der Sonnenkönig Sah. Nach Genens Übersetzung ist dieses Symbol Ai Yu Lu, was sie den Aufstieg zur Göttlichkeit bedeutet. Aber auch das doch. Wenn Genens Übersetzung stimmt, heißt das Symbol Ku Is Ai. Volk auf Reisen sehen. Volk. Ja, Volk. Fünf. Ja. Was haben wir da noch? Das da, das ist ein Kreis. Das. Das ist. Sonnenunterbergstag. Lustigerweise. Gab's da nichts, glaube ich. Warte mal. Wenn Genens Übersetzung stimmt, bedeutet La Yi Shi Sonnenuntergangsberg. Sonnenunterbergsberg, das war ein Blödsinn. Das war auf jeden Fall der Tag. Das war auf jeden Fall der Tag, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wo da genau das da war. Das war eindeutig das, der Sonnenuntergang. Das da. Ja. Das war auf jeden Fall der Osten. Und das war eindeutig Strom aus Blut. Genen hatte die Hieroglyphe Aksu mit Sturm aus Blut übersetzt. Und das war eindeutig der Fluss. Das war eindeutig der Fluss. Die erste Reihe Symbole hatte ich. Langsam ergab das alles einen Sinn. Gut, das erste hast du ja. Das zweite war. Haben wir auf jeden Fall das. Ja. Und das das da. Ja, das heißt. Das war mal das da. Das war das aufsteigende Stadt. Sonnenstadt. Ja. Und das Ganze war dann faktisch Süden. Das Ganze war Süden.
Süden. Dann 6. Ja. Dann die Wüste. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ja. Tag, Wüste. Wüste habe ich jetzt gesagt. Ja. Die Wüste. Dann mal die Wüste. Dann die Quelle. Das war das da. Wichtig ist ja nur das da. Das, dass euch das anschaut. Ja. Das wäre die Quelle. Die Quelle, wo ist sie? Die Quelle. Ja, wo ist sie denn? Die Quelle, da ist sie. Dann das da. Also das war das leichteste von allem. Ja. Das war ein 34. Das war ein 34. Das ist eine Wegbeschreibung. Beginne in der Sonnenstadt. Reise 5 Tage gen Osten zu einem Fluss. Reise Richtung Süden, 6 Tage durch eine Wüste bis zum Ursprung 4er Flüsse. Hey Nico, ich hab's! Fantastisch! Die Tabula Veritatis, das ist eine Wegbeschreibung. 7 dir diese Karte an. Die Symbole sagen, Startpunkt sei die Sonnenstadt. Genen verbarg den Ort auf der Karte. Dann geht es 5 Tage gen Osten zu einem Fluss. Dann geht es nach Süden und durch eine Wüste. Zum Ursprung 4er Flüsse. Und was ist dort? Weiß nicht, aber sicher etwas Wichtiges, richtig? Richtig. So wichtig, dass die Gnostiker es jahrtausende lang geheim zu halten versuchten. Und weißt du was? Ich glaube, ich habe einen Weg hinausgefunden. Ehrlich? Sieh mal, während du den Altertumsforscher gespielt hast, habe ich das hier gefunden. Was hat sich getan? Ich bin nicht sicher. Die Tür ist immer noch zu. Vielleicht entgeht uns irgendwas. Vermutlich. Wenn Genen gestorben ist, ohne einen Ausweg zu finden, muss mehr dran sein als nur ein verborgener Knopf. Dann lass uns weitersuchen. Naja, gut. Da werden wir jetzt einmal, nachdem das Hirn raucht. Aber hier Karten. Gut. Ciao.